Was passiert dir? Sag's mir. Warum ist hier alles voller Efeu? Warum stehst du da? Warum hast du Hände in der Tasche? Wir haben 100 Tonnen Efeu wachsen lassen in dem vernachlässigsten Garten der Welt und uns nun die Challenge gesetzt, diese Wucherung eigenhändig zu bändigen. Ob das lebensmüde ist? Definitiv! Mein Name ist Mr. Beast und hier sind noch ein paar Zahlen. Zahlen, die so groß sind, dass sie übertrieben erscheinen, aber nichts mit diesem Video zu tun haben! Oh! Ja, könnten auch so Waffen aus dem Anime sein, Alter. Du meinst Chainsaw Man wahrscheinlich. Du meinst wahrscheinlich nur einen Anime. Du bist eigentlich Dan. Dan, der Langzeitstudent. Wird das so laut sein? Ja, das ist schon laut. Brauchen wir alle sowas? Habt ihr keine? Nee. Da hat der Dan, unser Langzeitstudent, ist natürlich gut mit seiner Mittelohrentzündung, weil er gerade nichts hört. Soll ich das schon mal rausholen hier? Ja, kannst du das schon machen. Meine erste To-Do heute. Boah. Guck mal, wie der Langzeitstudent aber spawnt. Was spawnt? Tut man wieder so, als wäre einer von der jüngeren Generation. Kannst du sagen, die spawnt. Ist die Jugend. Ja, du brauchst ja nicht, ne? Ja, ich höre sowieso nicht. Jetzt könntest du da gerne schon mal anfangen. Nee, ich gucke erst mal, wie der Meister das macht. Aha. Okay, ich kann nur ein bisschen Fleisch reingehen. Was ist los? Was war los jetzt? Das ist anstrengend. Ich kann nicht mehr. Ich bin einfach komplett Feierabend für mich. Hey, machen Sie so wenig ab? Ich würde ein bisschen zu mir zurückschneiden. Ist es möglich, noch ein bisschen kürzer zu schneiden? Noch kürzer? Ja, ja klar. Ja. So ein Stück kürzer wäre das cool. Ja, okay. Ja. Seiten auf null so. Soll ich auch schon was reißen hier? Nehmen wir hoch! Hör hör auf! Ey, stell dir vor, das wäre so eine Grasplantage. Und das wäre unsere Ernte. Ja, willst du auch mal machen, Thomas? Ich? Ich habe keine Handschuhe. Okay. Boah, mir ist so kalt. Aber meine Mom bringt mir einen Schal. Oha, was ist denn das für ein Schal? Hallo, bist du übertrieben hier? Man muss ja übertreiben, sonst kommt man nicht weiter. Oh. Was machst du da, Mui? Guck mal, denn die Dame hier vorne ist voll am Schuften. Und was machst du? Gut, du machst so Langzeitstudentendinger. Ja, gut, mach dir das. Denn, was machst du mit dem Kaffee? Was ist das hier? Ich höre dich nicht. Was sagst du? Ich verstehe kein Wort, Mui. Der Garten geht heute zum Friseur. Oder der Friseur kommt heute in den Garten. Was für ein Friseur? Ein Grasfriseur. Eine. Willst du das rauchen noch? Ich auch. Wie du auch. Du darfst so. Doch, Friseur. Ab 1. April ist doch Cannabis und so. Was machst du denn jetzt schon wieder? Das macht Spaß, dir, Anne. Zum Moja. Das bringt doch gar nichts. Doch. Man merkt auf jeden Fall, wie viel mehr Licht und Luft hier reinkommt. Okay, Luft vielleicht ist nicht, aber Licht definitiv sehr viel heller. Sehr viel hässlicher als wir dachten natürlich hier, ne? Es wird ja noch schön, glaube ich, im Sommer. Ist alles wichtig, dass wir es hier noch im Februar machen, weil hier nisten sich dann irgendwelche Vögel ein. Deswegen muss es davor passieren, weil danach ist irgendwie Vögelsaison und die chillen Vögeln hier halt. Ich habe schon das Gefühl, dass der Garten größer geworden ist. Aber wir haben immer noch eine riesige Baustelle vor uns, ne? Denkst an nichts Schlimmes, auf einmal so Loch. Ja, Loch. Sieht man das? Oh ja. Uhr.
Einfach ein Loch hier. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Es waren nicht nur die Hühner. Ja, aber das waren die Hühner. Das waren doch keine Hühner hier. Doch. Das ist genau da, wo die immer ihre Löcher gefunden haben. Was für Hühner, Thomas? Wach auf. Oh, Stefan, du wirst wirklich jetzt aufwachen, auf einmal liegst du so im Krankenhaus, hast Koma gehabt. Das wurde zu schnell düster gerade. Aber wir lassen die Profis weitermachen. Ich gehe jetzt da rein in meine Kammer, weil es müssen noch Ideen gesammelt werden für die Pool-Olympiade. Schreibt gerne mal rein, was für Teilnehmer ihr fühlt. Guck mal, wie clean auch hier das ist, wie sauber das hier gemacht worden ist. So sauber war es noch nie. Krass. Krass, ne? Danke. Gerne. Digga, da wann ist eine Lampe? Niemand erwartet, dass ich auf einmal diesen Hut hier trage. Stell euch vor, das wäre wirklich so mein Style. Digga, das war mein Style damals. Aber willkommen zu einem neuen wunderbaren Tag. Ich möchte euch einfach mal ganz kurz dieses nicht vorhandene Efeu hier präsentieren. Man hat hier mehr Luft, mehr Licht, mehr Platz. Auch die Stimme klingt hier schon viel halliger. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich sehr traurig macht. Und das ist Gras. Seit dieser Legalisierung hier, nee Spaß, guck, dieser ganze Rasen hier, der sah einfach mal so aus. Bist du schönste auf die ganze Welt. Ich weiß noch, wie... Ich erinnere mich noch, wie viel Arbeit das hier war, mit dem ganzen Boden hier, den eben hinzubekommen, dann dies und dann das und dann der Rollrasen reintragen, ausfahren, schneiden. Oh. Wir hatten ja auch dann nochmal Hühner gehabt, so, boah Gott, sehen bei diesen Chicken Nuggets geworden. War es mal ein Spaß. Und der Rasen hat auch immer mehr so kahle Flächen bekommen, halt ähnlich wie bei uns Männern halt. Ich habe auch schon ein paar kahle Stellen, so. Ja, ein paar sehr haarige Stellen. Aber was ich sagen wollte, wir hatten diese kahlen Stellen schon mal irgendwie mit unseren Samen beschenkt, ja? Wir haben versucht, einen kleinen Pakt mit der Natur zu schließen und dadurch sind dann halt auch hier so ein paar Gräser entstanden, die aber irgendwie anders aussehen. Ich schaut mal, Freunde. Das hier ist so dieser neue Rasen hier, ja? Und dieser Rasen sieht halt irgendwie so dicker aus, habe ich das Gefühl, so. Ich glaube, das ist der Rollrasen, kann das sein? Aber wie das nun mal auch bei einem sehr geilen Mann ist... bekommt diese halt auch Geheimratsecken, Freunde. Willkommen in der Kammer der Verzweiflung, Freunde. Ich habe auch Geheimratsecken. Und ich dachte mir, es wird wieder Zeit, unseren Samen zu verstreuen, wirklich. Nicht nur in der ganzen Welt, sondern auch mal einfach hier. Aber schreibt mir mal eine Sache gerne in die Kommentare, weil ihr seid ja auch alle Pool- und Landschaftsbauer geworden in den Kommentaren. Wie kriegen wir diesen Boden eigentlich wieder so ebener hin? Vielleicht wird es dann schon zu spät sein, weil wir dann irgendwie Erde gekauft haben und das einfach irgendwie in diese Löcher reingestopft haben. Diese Geheimratsecke hatte auf jeden Fall auch schon mal bessere Tage gehabt. So, und der Buddha, der wird auf jeden Fall auch nochmal sauber gemacht. Versprochen, habe ich dir versprochen. So, dich mache ich richtig schön. Weiß. Dich kleinen Bastard müssen wir auch mal irgendwann abmeißeln. Irgendwie wurde ich damals dazu überredet, dass der doch eigentlich stehen bleiben könnte, weil er ja ganz schön ist. Da kann man doch bestimmt was einpflanzen. Ich würde schon mal darüber nachdenken, ob das vielleicht Pflanzenquälerei ist. Ob ich nochmal John anrufen kann, fragt ihr euch gerade. Ich weiß nicht, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz auf das, was wir hier geleistet haben, so. Und wirklich, mein Ziel ist es, nicht noch ein sechstes Jahr an unsere Poolreihe ranzuhängen. Sobald hier alles cool und fresh ist, suchen wir uns jemanden, der hier wirklich auch den Garten mal pflegt, Freunde. Ich habe mir die letzten Jahre auch wirklich rigoros bewiesen, dass ich das einfach nicht kann, Freunde. Wegen der Hauptvideos, die natürlich auch noch bald kommen werden. Wer sich fragt, Digga, was für Hauptvideos? Boah, da, du hast verpasst, du musst anfangen, du müsstest bei diesem Video eigentlich anfangen. Nee, eigentlich sogar bei diesem Video anfangen. Boah, dann müsstest du aber doch die Serie gucken. Boah. Mittlerweile müssten wir fast eine Anleitung schreiben, so wie man da überhaupt in diese Geschichte reinkommt. Das ist einfach 7-8 Jahre YouTube-Historie. Alter, ich dachte, hier fliegt irgendwo eine Drohne herum. Aber das ist einfach die dickste Hummel, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Moment. Das ist einfach unsere erste Hummel dieses Jahr. Und die ist riesig einfach. Und die fragt sich bestimmt gerade, Digga, wo ist das Efeu hin? Das heißt, mein Name ist Julian Bam und wir wegen Legalisierung, wir retten ein Gras. Dafür rufe ich jetzt Thomas an. Thomas, hallo? Das Problem heute ist Sonntag so. Aber der Thomas hatte gesagt, ey, wenn wir noch ein bisschen was machen wollen da am Pool, dann ich komme vorbei. Das klingt wie eine Lüge jetzt gerade. Aber stimmt wirklich. Und deswegen rufe ich jetzt Thomas an und frage ihn, ob er nicht eine kleine, spritzige Tour nach Holland irgendwie fühlen würde. Okay, hier einmal die Nummer. Malikin von Thomas. Und Gnu fragt, ob die morgen kommen kann. Jetzt kommen sie alle, die ganzen Influencern aus ihren Löchern. Ne? Jetzt, wo die Terrasse sauber ist. Ne? Wo wart ihr, wo die Terrasse unsauber war? Ja, wo wart ihr? Ja? Sie wurden auserwählt am Sonntag.
den Pool weiterzumachen. Pool müssen wir säubern. Nochmal oder was? Nein, wir fliegen, wir gehen nach Holland. Und wir holen Samen, Gras holen wir uns. Keine Holland. Gras zu holen. Ja, genau. Damit brach das große Piratenzeitalter an. Weil jetzt alles zu ist, weil Sonntag ist, weil Deutschland ist, fahren wir einfach nach Holland. Unsere Nachbarskindern hier schlagen ein paar Kinder zusammen dort, taken deren Samen. Oh, das klingt falsch. Wir gehen dann nach Holland und in Baumarkt hieß das, holen uns Samen, Grassamen und dann tun wir die einpflanzen. Bisschen Erde vielleicht für die kleinen Lochis. Kaufen noch vielleicht ein kleines Geschenk für John als Entschuldigung. Auch Gras. Holland! Denn in Holland, da gibt es Fleischkroketten, die von innen so aussehen wie bereits gegessen. Wo muss ich lang? Kann aus! Ich seh nix. Thomas, ich bin zu klein. Kannst du dich bitte vernünftig hinsetzen? Jetzt, wo wir gerade auf dem Weg nach Holland sind, da hat sich natürlich unser Langzeitstudent nicht lumpen lassen und ist direkt mal mitgekommen. Juhu! Wurde ihr schon mal in Holland geblitzt, Freunde? Tut weh. Ey, wir müssen echt aufpassen gleich, ne? Ich nicht. Das ist so teuer. Ich bin Influencer. Ich bin so ein schlechter Beifahrer. Thomas ist wirklich der wackeste Beifahrer überhaupt. Ich fahre so sicher. Ich habe noch nie einen Unfall gehabt. Hatte ich einen Unfall gehabt? Weiß ich nicht. Oh ja, stimmt, mit einem anderen Auto, ne? Mit einem anderen Auto? Nein, habe ich nicht. Keine Sorge. So, da geht's gleich hin, da hinten. Was haben wir hier? Holland! Maastricht her in Antwerpen, beste Leben. Hör bitte auf! Ja, ist nur ein Joke. So, hier können wir schon mal gucken. Das hier ist die berühmte Stelle hier links, wo immer die Leute rausgecasht werden, die von Holland nach Deutschland wieder einreisen wollen. Und wir sehen, dass da ein paar Autos geparkt sind. Das bedeutet, die wurden gefilmt. Also gerade ballert es auf jeden Fall ziemlich. Boah, ey, du hast jetzt nicht irgendeine Scheiße dabei, Dan, oder? Irgendwie Alice. Hey, was soll ich dabei haben? Wir haben nichts dabei, ne? Du hast nichts dabei. Nein, laber nicht. Ich setze dich jetzt raus. Komm, mach mal Hände jetzt hier. Piss dich. Meine Fresse hier. Alter, wie die... Nein, ich bin ein ruhiger Autofahrer. Thomas schreit ganz oft. Vince ist der Allerschlimmste. Vincent Lee. Ganz ehrlich, keine Shoutouts an der Stelle einfach. Der wird richtig zu einer Furie wird er. Boah, ich bin einmal mit dem gefahren, ne? Katastrophe. Brutal. So, und hier geht's auch schon links direkt auf die Autobahn ins Glück. Ins schönste Land der Welt. Boah, wenn wir irgendwann mal nach Holland ziehen könnten. So, boah. Ja, lass doch machen. Ja, Wegzugssteuer halt, ne? Wegzugssteuer, Schmeckzugsteuer, sage ich. Stimmt, das sagt das Finanzamt auch immer. Ja, ja, voll. Irgendwann, sage ich immer, hole ich mir so ein Windrad. Man kommt so in Holland an und man hat direkt so gute Laune. Man ist auch ein bisschen angeheizt, so, aber guck mal, das Wetter, auf einmal Sonnen. Das hier war die Grenze, wo die uns angehalten haben, als John als Babu verkleidet war und keinen Personalausweis mit hatte. Also, ihr müsst euch vorstellen, ne? Die Scheiben waren abgedunkelt bei unserem Kameramann. Shoutout an Angelo. Und dann sagt die Polizei, mach mal Scheibe runter. Die Scheibe geht so langsam runter. Dann sitzt einfach Babuso da, der keinen Ausweis hatte. Und ein Koreaner ist so. Ist direkt neben dem Fußballstadion. Das ist ein geiler Baumarkt. Hör auf zu wackeln, bitte nicht. Ja, gerade. Hier, Landgraf, ne? Ja. Boah, da war mein erstes Battle. Mein erstes Breakdance-Battle. Als B-Boy Ju. Und wie ist es ausgegangen? Katastrophe einfach. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. Bis I got problems. Was du für Audi-Werbung machst hier? Auf jeden Fall sind wir gerade angekommen. Chuck Norris ist auch am Start hier. Kannst du Holländisch? Tot ziens. Wir gehen dann in den Eingang rein. Ich sag euch wohl jetzt schon, wir sollten damit aufhören mit dieser Fake-Niederlandsprache, sobald wir da jetzt gleich drin sind. Holländisch ist auch einfach nur Fake-Deutsch, also Holländisch. Wir müssen ja jetzt so nach Gartenabteilung suchen, ne? Hallo! Meinst du, jemand checkt, wenn wir einfach einen Teppich da hinlegen? Das war komplett. Weißt du noch, so ein Shit hatten wir damals in deinem Raum drin. Boah, Alter, das war ätzend, wa? Listenmakerich. Wir müssen zur Gartenabteilung. Wir sind richtig. Was hast du da für eine Scheiße? Das Bild ist schön. Ich zeig dir mal ein wirklich schönes Bild. Das hier. Das ist ein Schmackofatz. Alter, das ist doch hässlich wie die Nacht, Alter. Ich hab einen Schal. Du hast einen Schal? Damit, ja. Jetzt liegt dieses hässliche Bild da weg. Guck mal, kleine Mini-Sonics. Gotta go fast. Wir müssen ja auch ein Geschenk für John finden, ne? Magneten. Wir lieben Magneten. Du liebst Magneten. Langzeitstudenten lieben Magneten. Magneten ist das beste Leben. Dieses Bild da hier weg. Wo ist hier Gras? Hier? Nee. Guck mal hier. Ist da noch ein Buddha? Aber ich dachte, den gibt's nur einmal. Und darüber soll ich jetzt lachen, oder was? Ich verstehe den Joke nicht mal. Kleine Feinis, hallo. Oh, warte mal hier. Was hast du da schon wieder?
Oh, sorry, bisschen laut. Tu das Scheiße mal weg, was kaufst du? Das sieht gut aus. Wir haben Gras gefunden, wir haben Powernacht, wir haben den Klimarasen, wir haben den Klimarasen mit Klee, aber das würde ich nicht machen mit Klee, das ist, glaube ich, Schmutz. Der strapaziert die Nerven so und den Klimarasen wieder. Es gibt so viel Klimarasen. Aber was soll Klimarasen sein? Ich weiß auch nicht, vielleicht fürs Klima, I don't know. Digga, was ist das? Ey, hier ist noch mehr Rasen, oder? Was ist das? Der sieht so aus, allein so von der Verpackung, als würde man den in irgendeinem hippen Stadtteil in Berlin sich pflanzen würden, oder? Boah, ich habe gar keine Ahnung von Gras. Was ist denn der beste Gras so? Das beste? Bubble Haze. Alter, ich habe keine Ahnung, ey. Hier gibt's ja so viel. Guck mal, hier sind ja so spielende Kinder so drauf, so, ne? Ja, dann wollen wir den Rasen nicht. Spazierrasen. Die kaufen den, der ist schon rabattiert. Ja, weil den keiner möchte. Weil alle Preise hier sind rot. Was machst du da? Kann man sich übersetzen lassen? Übersetzen. Für einen eisenstarken, selbstheizenden und grünen Rasen. Haben wir nicht? Wir nehmen den mal mit. Ja, warte. Das reicht doch nicht. Was ist dein Problem eigentlich? Das sind auch Grassamen, Alter. Das ist kein Boden. Das sind Grassamen. Nein, das ist Erde. Das ist keine Erde. Wir können doch nicht so dumm sein, oder? Sollen wir jemanden fragen? Aber der spricht ja Holländisch. Nein, das ist Dünger oder sowas. Bräuchten wir auch, oder? Ach, scheiß auf Dünger. Wir haben doch unseren Rasenroboter. Und jedes Mal, wenn der den Rasen abmäht, lässt er den ja liegen. Und das ist ja natürlicher Dünger. Das ist das Beste, was es gibt. Okay, wir haben jetzt rausgefunden, dass das diese Erde ist, die wir für die Löcher brauchen. Aber leider habe ich ja die Kamera in der Hand. Ja, jetzt hast du mir endlich was gefunden, was du tragen das kannst. Das lag alles andere, was ich rausgeholt habe. War cooler als das. Ja, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ah, das ist gar nicht so schwer, weil du so stark bist. Mit schönen Säcken kennst du dich ja auch aus. So, und dann erkunden wir noch mal hier so ein bisschen Holland, oder? Yes. Ja. Und wir brauchen immer noch ein Geschenk für John. Und was zu essen. Hallo. Was ist das denn? Oh, der macht's. So, ihr wisst ja, dass unser Kescher kaputt gegangen ist, so wie aus heiterem Himmel einfach pupp zerbrochen. Aber der ist so schlecht. Der ist auch nicht, glaube ich, für einen Pool. Ich glaube, der ist um. Ja, der ist auch um Fische zu holen. Da sind überall Fische hier, glaube ich. Oh, guck mal. Ich hab deine Mutter am Arsch gefickt. Der hat so eine Kappe nach hinten auf. Der will uns was sagen. Hör zu. Das geht dir! Und du das mal! Das geht dir! Was ist das denn? So ein Billigpool, Leute. 500 Euro. Spaß, unser erster Pool sah genauso aus, Freunde. Sieht schon sehr hübsch aus hier. Sieht schon sehr schön, ja. Geht. Wir machen unser eigenes Wasser. So dumm. Wir nehmen Regen, machen eine eigene Filteranlage. Das ist ein neues Projekt. Wollt ihr es sehen? Stress. Stress, ich sagte. Die Freundin von Squid Game. Der heißt nicht Squid Game, der heißt Mr. Squid Game. Mr. So. Wir haben Squid Game gekauft. Das ist Mr. Squid Game. Ich meine, sie hat jetzt noch nicht uns die Pronomen gesagt. Vielleicht ist es. Nein, Scherz. Warte, nein, Scherz. Dann müssen wir die ja mitnehmen. Ja, komm, einen nehmen wir mit. Ich glaube, die will uns auch was sagen. Warte. Oh, süß. Ja, nehmen wir mit. Lass doch einen großen hier nehmen. Nee, da ist schon ein Stab dran. Ja, geil, dann kann der wieder weg. Hier. Alter, was sollen wir damit? Ja, stimmt. Aber das berichten wir schon. Eine Kettensäge berichten wir schon. Das stimmt schon. Also Dan hat da schon recht. Also berichten wir auf jeden Fall schon eine Kettensäge berichten. Warte, lass mich die mal gerade angucken. So. Und weiter. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Mr. Squid Game, wir haben Rasenzeug, wir haben das hier, Blumenerde. Und den Langzeitstudent. Und jetzt suchen wir leckeres holländisches Essen und ein Geschenk für John. Yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. So, rein damit hier. Bam, tu mal die Erde rein. Was ist das hier für eine Scheiße? Das ist die Zange, die brauche ich. Jetzt hast du uns wirklich was aufge... Was ist das hier? Zu dem Bam essen wir jetzt was? Braucht ihr Nahrung? Braucht ihr sowas? Yeah, I've been wanting this shit forever. Wir haben hier eine Gulasch-Krokette. Boah, da ist einfach Gulasch drin. Wir haben hier eine Frikandel. Spezial mit Röstwiefeln, Pommes, belgische Pommes, holländische Pommes. I'm sorry. Das ist dann nochmal hier der Salat. Der schreit da. Das war nicht gut. Wie geht's dir, Brater? Ich bin so voll, ey. Ey, das war halt scheiße lecker, ne? Aber ich könnte mich jetzt auch ins Bett legen direkt. In den USA dominiert bereits eine neue Virusvariante. Ist die Variante schon in Europa? Ich bereue alles. Komm, wir gehen jetzt ein Geschenk kaufen noch für John! Was können wir einem John kaufen? Baba Brille für Baba Locken. Drake's Dick. Lass das kaufen. Dicker 500 Euro. So viel ist die Freundschaft mir auch nicht wert. Männer lieben Katapulte. Oh, kennst du die noch? Hä? Natürlich. Was soll ich sagen? Nee, was ist das? Fingerbot habe ich noch nie gehört. Das sieht
für mich nach John aus. Sowas so hier. Den kann ich in den Eier schnüren. So ein Cockring. Hier, wir haben den Pepperfig. Guck mal, wie doof die aussieht. Das hier, ich hab John gefunden. Das ist John. Das ist John, Alter. Das ist Tino, nein. Das ist einfach John. Alter, Digga. 170 Euro. Ich bin der John. Ich bin der John. Ich bin der John. Oh, der ist so flauschig. Guck mal. Wow, krass, ne? Ah nee, das ist so ein Horrorclown, Alter. Ne? Guck mal, der ist auch viel lustiger. Hallo. Siehst du? Boah. Digga, Alter. Der ist richtig fluffig. Fassen Sie mich nicht an. Chayas lieben diesen Shit. Ja, okay, dann nehmen wir, kaufen wir den. Ja, ist so. Der kriegt richtig Nackenklatsch. Also. Oh, dieses Herzchen, ne? Der ist so freundlich. Ich bin der John. Ich bin der John. Ich bin der John. Ich bin der John. Der muss heute eigentlich rüberkommen. Aber wenn wir dem sagen, kannst du rüberkommen, wir haben ein Geschenk für dich, steckt der wieder. Das wird nicht klappen. Nein, das sieht ihr im nächsten Video. Ja, die Feini. Soll ich aber richtig hochwerfen? Au. Oh nein. Nein. In die Hundescheiße. Ach scheiße, der ist dreckig. Der geht nicht ernsthaft ins Casino, oder? Dan? Dan? Langzeitstudenten. Das sind einfach die Langzeitstudenten, die enden immer im Casino. Nö, nee, du aber nicht. Gehst du nicht Casino jetzt zocken jetzt? Boah, ich hatte heute 4-5 Mal meinen Finger in der Cam. Tut mir leid, ne? Wollte ich jetzt schon mal sagen. Film die Frau. Wir sehen uns jetzt wieder im Office, Freunde. Komm, ja. Cut. Hallo. Wir sind wieder zurück. Ich gehöre den John. Opa. Wir haben den kleinen Bray hier Opa getauft. Ja, Opa, großer Bruder im Koreanischen. Ah, oh, du musst kämpfen. Dieses Geschenk überreichen wir dem John dann erst nächstes Video. So als keine Entschuldigung, ne? Das heißt, wir verstecken dich jetzt irgendwo. Au. Nein, du. Oh. Hey, hey. Boah, der blüht bald. Der blüht bald, weil der blüht immer zweimal im Jahr. So wie du. Cause we got love. Wie ich? Jetzt musst du twerken für den Joke. Theoretisch müssen wir jetzt die Löcher füllen, dann alles aufkultivieren und dann die ganzen Samen reinballern. Guck mal, hier ist doch ein Loch, oder? Ist das ein Loch? Hier ist auch ein Loch. Es ist halt alles sehr uneben. Ja? Na gut, wenn der Thomas jetzt gerade raus ist, dann twerk ich einfach kurz für euch. Cause we got da, wo wir Löcher füllen, müssen wir doch gar kein Gras rausziehen, oder? Einfach doch, rüber. Safe. Sonst hast du ja Rasen, dann Erde, dann nochmal Rasen. Ist das nicht wie Dünger, wenn das dann irgendwann kommt? Du kannst nicht immer einfach Natur sagen, das ist alles Dünger, irgendwie was nicht passt. Das heißt, schreist das raus hier? Ja. Nein. Boah, da geht direkt der Rollrasen mit raus. Ja, danke, Thomas. Einfach Erde drüber zumachen und dann klappt das. Schreib gerne in die Kommentare, ob das smart ist, was Thomas sagt. Wir füllen die Loch jetzt mit Erde. Oh! Drama Queen, völlig erschrocken. Niemals richtig, was wir hier machen. Doch. Boah, ja. Das ist richtig. Das ist niemals richtig. Das ist ja auch niemals eben einfach. Ja, guck mal, ist doch jetzt zu, das Loch. Ist doch geil. Ja, guck mal, hier ist ja schon ein Buckel jetzt. Ja, ist zu viel dann da. Oh. Ich meine, jetzt sieht es halt sehr scheiße aus, muss man halt sagen. Ich meine, es muss ja jetzt nicht perfekt doch werden. Nee, wir müssen eh gleich, bevor wir die reinmachen, überall einmal kurz mit so Spitzhacke. Ja, lass das mal machen. Hol die Spitzhacke, die wir nicht brauchen, ob du das dann noch wegkriegst. Das hier wegkriegen? Ja, warte, hier. Was ist denn das da? Geil, oder? Das ist eine Waffe. In die kleinen Löcher. Du weißt, dass wir das überall hier machen müssen, ne? Das dauert ja 100 Jahre. Nein. Das ist niemals. Das können wir direkt ein neues Loch machen. Guck mal, hiermit geht's aber auch sehr gut. Guck mal. Pam, 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 pam. Oder soll ich mal gucken, ob wir noch ein anderes Tool haben? Ja. Aber trotzdem kannst du in der Zeit ein bisschen weitermachen. Ja. Dann muss ich aber kurz nach vorne führen. Oh Gott, ey. Ah, ist doch viel besser, ja. Oder? Das ist fett, ne? Ja, ey. Ja, so. Oder? Ey, ich muss echt sagen, ich bin froh, dass du heute angerufen hast. Es hat Spaß gemacht in Holland. Das war schön in Holland, ja. Und wir haben Opa gefunden. Opa? Ich habe das Gefühl, er ist Teil der Familie geworden. Teil der Familie? Kim. Ja. Einfach mal den Nachnamen von John geleakt. Perfekt.
Hä, das weiß man doch. Aber ich würde nicht da, wo eh schon Wiese ist, ne? Zwei Leute, die einfach beide keine Ahnung haben. Und jedes Mal kommen dann welche Profis und sagen, ihr habt alles falsch gemacht. Und wir denken uns jedes Mal danach, jetzt wissen wir es. Und wir wissen gar nichts. Wir haben gar nichts gelernt. Nur ein bisschen angeraut sein. Du musst das reicht. Nur ein bisschen angekratzt werden. Und hier so. Boah, haben wir keine irgendeinen Praktikanten? Ja, aber der muss schneiden. Oh Gott, immer dieses Schneiden, Alter. Damals haben wir noch richtig hier eingepackt, Häuser gebaut. Ja. Heute sind die nur noch am Schneiden. Ja, nur noch schneiden. Grastat. Super schnell Resultat entgegen. Bitch, 6 Grad. Also bei 6 Grad geht das Ganze. Sehr geschickt von einer Hate vertikutieren. Man muss nicht vertikutieren, muss man nicht. Muss man nicht? Aber das haben wir ja die ganze Zeit gemacht. Das heißt, das hier müssen wir gar nicht machen. Doch, so müssen wir nicht. Ja, aber steht doch da. Nein, ich kann doch kein Holländisch. Befreien Sie den Rasen von Moos und Unkraut und haken Sie den Boden. Guck mal, hier überall Moos. Ja, aber Moos ist doch auch was Feines. Ja, aber anscheinend steht hier drauf, ne. Machen wir das Moos hier weg. Wir können doch jetzt nicht, wieso wir denn das Moos? Wo ist Moos? Das ist ja alles Moos hier. Das ist Moos, ja. Ja. Eine dünne Schicht Pocon auftragen auf Rasenboden. Säen Sie zuerst die Außenkanten des Rasens. Ja, dass die Holländer auch immer auf Holländisch schreiben müssen, ne? Danach einmal über die Länge und einmal über die Breite des Rasens säen. Wenn es nach 24 Stunden nicht regnet, dann sollte man den einmal gießen. Ach, das heißt heute noch nicht, oder was? Direkt? Nö, heute nicht. Das soll Gras werden. Das ist doch schon tot. Zeig mal, wie das aussieht. Das ist einfach nur trocken. Ist schon geil, oder? Wir erschaffen ja jetzt etwas. Wir erschaffen Leben jetzt. In the town on the hill where the apples grow, the church bells ring every hour or so. Boah, das riecht wie Stroh. Ja, ich glaube, die haben was richtig gefickt. The sun rose up right above the highway. Black, blue, red, yellow, golden sky. So wie ein bisschen wie bei Stardew Valley. Ja, aber dann wird in 15 Minuten oder so schon alles gedeihen. Wer wird deihen? Gedeihen. Wer deiht? Shit, wir haben keine Samen mehr. Ist leer. Alter. Wir haben noch so die ganzen Löcher hier. Wir haben einfach verkackt. Hier, mach hier. Hier auf das. Und da vorne. Da. Nee, ne? Sag nicht, ist leer. Ist leer. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Deswegen brauchen wir so lange bei allem. Ey, wir sind aber auch die Dümmsten, ne? Ja. So eine kleine Packung. Wir hätten einfach eine größere kaufen können. Die Frau hat noch gefragt, reicht das? Und ich so, klar. Also 15 Quadratmeter steht da. Das sind ja keine 15 Quadratmeter. Nee. Dann haben wir zu viel drauf getan. Doch, safe. Also, die lügen ja nicht. Doch. Das stimmt, sind ja Holländer. Wir brauchen einen Sündenbock, der ihnen irgendjemand, der schuld ist daran. Dann geht's uns besser. Vlad? Nee, eigentlich Dan. Guck mal, und hier ist auch wieder gar nicht so 20 Quadratzentimeter. Okay, wir haben auf jeden Fall gut reingeschissen. Das ist auch gar nicht eben. Eben war doch hier noch gerade. Warum ist denn jetzt schon wieder irgendwer, der dieses Video gerade sieht, kennt doch 100% jemand oder arbeitet selber an so einer Rollrasenfirma. Die können uns doch einfach einen neuen Rollrasen liefern. Boah, alles neu machen. Das machen die ja. Wir helfen. Stell dir mal vor, irgendwer, der hier zuschaut, der sagt, ja, hier so 20 Meter Rollrasen, die piss ich. Die bringt er uns dann. Das wäre auf jeden Fall Glow-Up pur. Ja, ich weiß. Musst du mir nicht sagen. Ist ja nicht so, dass es noch nie passiert ist. Wir haben nur so enttäuscht gerade von uns. Ich auch. Vor allem, wir haben sonst was eingekauft. So ist die Geheimratsecke nur noch mal größer geworden. Danke fürs Zuschauen. Morgen kommt Gnu. Und ich glaube, wir lassen sie vielleicht ein bisschen putzen. Ja. Am Weltfrauentag. You're looking at a self-made woman.